What's up, Party People? Willkommen zum dritten Teambuilding. Noch gerettet. In der NPBL zu Spieltag Nummer 3. Logischerweise, wenn es schon das dritte Teambuilding ist. Jo, wir müssen ran gegen den guten Venikron und sein Team Roadrunner. Eins der coolsten Logos in der Liga, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Erstens, Roadrunner ist cool. Zweitens, gerade Zapdos ist ziemlich cool. Und beide zusammen ist episch. Hätte noch so ein Alfonso Davies Bild drauf gefehlt. Miep, miep. So, ja. Also. Wir, die Sache bei Venikron und unserem Team hier ist, wir sind zusammen mit Bene und Belly die vier Leute, die bisher ohne Luz reingekommen sind. Heißt, die Zahl wird sich auf jeden Fall verkleinern. Ich glaube, Bene und Belly spielen nicht gegeneinander, aber eben Venikron und ich. Heißt, es wird einer weniger. Und ich kann euch sagen, das Teambuilding ist mir sehr, sehr schwer gefallen, weil ich hatte Probleme. Jo. Auf jeden Fall schauen wir uns erstmal die Teams in der Gegenüberstellung an. Und hier sehen wir mal sein Team mit Durengard, Mosquito, Kerpukime, Rotom Heat, Galala, Shoking, Monagoras, Rabigator, Viridium, Miltank, Amagaga und Kadabra. Und übrigens, I'm sorry, falls ich mitten im Video kurz mal leiser werde oder so. Das passiert, wenn ich mich hier rumbewege. Ich gestikuliere und bewege mich sehr viel beim Reden und schaue auch mal auf meinen anderen Bildschirm. Und dann wird es mir mal ein bisschen leiser und ich kann das sehr schlecht irgendwie angleichen im Schnittprogramm, weil ich einfach audioschnitttechnisch der größte Napp aller Zeiten bin. I'm sorry. Ja, also wir sehen hier, also ich gehe mal das Team nochmal kurz durch, so wie letzte Woche auch schon. Er hat Durengard. Durengard ist einer der besten Steel-Types vermutlich in der Liga. Könnte auch daran sein, dass er ein Tier 1 ist. Hat ja die Möglichkeit, seine Form zu wechseln. Heißt, er hat halt dann in einer Form 150 Def, oder in beiden Werten 150. Und in einer Form in beiden Offensiven ist jetzt 150. Heißt, der ist schön, was. Der ist mixed spielbar, der kann auf beide Sachen hart investen, voll rein. Der ist aber auch bulky, wenn man den mal ein bisschen annoying-mäßig spielen will. Der kann toxic und sowas. Ich glaube, so viel Utility hat er leider nicht für solche Sets, aber lass mal schauen. Ich bin nämlich in einer anderen Liga, gerade in der privaten. Ja, kann theoretisch sogar Screen setzen, sehe ich hier gerade. Hype. Und Destiny Wand, der gute Move. Ja, auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall besser als Offensiver. Das sieht man auch an den Stats, der, auch wenn er nur 50 Speed hat, der ist clean offensiv und wird hier vermutlich auch so dabei sein. Der ist erstens gut gegen Dragoran, weil ich da auf jeden Fall einen Move spielen muss, der gegen Durengard sehr effektiv ist. Problem ist, er hat sehr viele Switches in Bodenattacken, heißt, ich müsste wahrscheinlich so den Feuerschlag spielen. Das Problem mit Dragoran ist sowieso, dass ich da ein Problem mit dem Movepool bekomme. Also irgendwie müsste ich da 5 Moves spielen, um alles irgendwie abgedeckt zu bekommen. Ja, der will ich sehr gutes Teambuilding betrieben, hat sau viele Resistances und auch nicht viele sich wiederholende Schwächen. Dafür erstmal Props an den guten Veni. Das Team ist von der Defense, würde ich mal sagen, von den Schwächen her und auch von da aus, wie man, ich sag's mal so. Es gibt Mons, für die brauchst du einen bestimmten Move, um die gut hitten zu können. Das sind bei zum Beispiel Durengard eben halt die Weaknesses. Bei Mosquito auf jeden Fall Flying, vor allem wenn du physisch angreifst. Heißt, wenn ich mit Dauran angreifen will, spiele ich Wing Attack. Nicht Wing Attack, Dual Wing, oder wie der Move heißt. Dual Wing Beat, glaube ich, ne? Also gehen wir mal mit Dauran gerade durch, wenn ich das Team hier gerade sehe. Wir brauchen Feuerschlag oder Erdbeben. Dual Wing Beat. Donnerschlag. Rock Slide oder Aqua Tail oder oder Waterfall, whatever. EQ. Vermutlich. Auch wenn Galashoking jetzt physisch defensiv jetzt nicht so unfassbar heftig ist, aber wir brauchen trotzdem Move, um den gut zu hitten. Auch wenn da vielleicht sogar ein Dual Wing Beat reichen würde. Drache oder Boden. Also Drain Claw oder Earthquake. Habe ich gerade halt auch Intermediate Hits, wir müssen auch möglichst sehr effektiv hitten, weil der kann auch Wutanfall und so und Drachenklau und sowas. Schwierig.
Auf jeden Fall werden ihm dann auch eben Wasser und Eis, theoretisch. Theoretisch auch Kampf, aber ich will keinen Superpower auf den Mon wieder auch anspielen, das ist kein Move für den. Dua Wingbeat für Iridium, für Miltank definitiv ein Kampfmove. Definitiv. Amagaga auch entweder Kampfmove oder Bodenmove auf Dragoan. Und für Kadabra, okay, der zerbricht eh bei jedem Scheiß. Heißt, das Team ist, um es so zusammenzufassen, unfassbar bulky. Und da komme ich mit einem Mon wie Dragoan, was sie gegen das halbe Team nicht setupen kann. Vor allem, wenn dann auch so ein Kime steht. Kime ist ein Hard-Counter für Dragoan und das ist uncool. Heißt, Trauer hat jetzt schon mal ein sehr schwieriges Matchup. Ich kann mal direkt mal weitergehen. Phantoros, da steht ein Durengard. Und da steht ein Rabigator. Und unser bester Coverage-Move gegen Rabigator, der nicht Überschall heißt, ist Lebensschuss. Hilfe. Heißt, habe ich den Faden verloren? Ja, also, wir waren vorhin mit Durengard bumst Phantoros komplett durch. Wir treffen mit Phantoros ihn zwar sehr effektiv, aber Shadow Ball, Shadow Sneak, whatever, der tankt einen Shadow Ball von uns zu 100%. Und falls nicht, hat er auch Rabigator dabei. Schwierig. Jo, haben wir es mal mit Durengard schon mal abgehandelt, der fickt unser Tier 1 ziemlich mächtig durch. Und auch Mons wie Relaxo oder, Galafunchel, Glaziola, weil die beide eine Kampfweakness haben. Gasmogmog wegen der Stahlschwäche, die haben da alle ein bisschen Probleme mit. Und ja, der ist zu 100% dabei. Zu 100. So, next one, Mosquito. Den sehe ich tatsächlich schon eher weniger. Erstens, wir haben einen Flying-Type bei uns im Tier 1, auch wenn der von Durengard gehardcountert wird. Und genauso von Kime gehardcountert wird, ist es trotzdem noch ein Flying-Type. Wir haben hier einen Flampivian. Und Flampivian macht kurzen Prozess mit allem, was eine Feuerschwäche hat. Da kannst du auf plus 6 sein und der böllert dich komplett weg. Das ist das Problem mit Mosquito. Auf der anderen Seite ist Mosquito physisch unfassbar bulky. Und hat eben auch Möglichkeiten auf Setup. Der kann auch ein bisschen defensiv benutzt werden. Roost hat er ja auch. Hat sowas wie Lunge, wie auch immer man das ausspricht, Anfall, womit er den gegnerischen Angriff noch senken kann. Also der hat auch Moves, mit denen er sich selbst ein bisschen bulkier machen kann, beziehungsweise sich selbst dabei helfen kann, möglichst langlebig zu sein. Das ist noch die Kombination aus Leech Life und Drain Punch, die dem sehr, sehr gut tut. Also der ist auch schon wieder eher schwierig. Ich nehme kurz mal einen Schluck von meinem Getränk, was ich hier stehen habe. So, next one. Kime. Wie schon gesagt, Kime ist ein Hardcounter für Dragoan. Weil Dragoan, selbst mit einem plus 1 Thunder Punch, also quasi, wir kommen mit Dragoan rein, können eine Runde setupen und müssen dann direkt angreifen, ein Kapo Kime nicht mal unbedingt, ich glaube nicht mal unbedingt two-shotten kann, auf jeden Fall nicht one-shotten, das sind vielleicht maximal 70%, wenn ich den Kalk noch richtig im Kopf habe. Ich habe ihn noch gar nicht mehr im Kopf, das kann auch gut sein. Auf jeden Fall, Dragoan hat da sehr, sehr große Probleme mit. Ja, und im Gegensatz zahlen Kapo Kime eben eine Weakness Policy. Könnte ich natürlich auch Dragoan spielen im Gegenzug, aber dafür sind mir dann noch etwas zu viele Prios und Bulkimons und whatever im Naschen Team, dass ich sowas machen würde. Hätte es aber machen können. Ja, dann kommt man, wie gesagt, ein Moonblast im Nebelfeld, der einfach Aua macht. Selbst mit Multischuppe. Ja, auf jeden Fall, Kime sehe ich auch sehr stark gegen uns, vor allem wenn er auch gut ist gegen Flampivian, der ist gut gegen Stobidikat. Der ist allgemein relativ nice in dem Matchup. Rotom Heat, das ist ja, wie wir es schon im Draft mitbekommen haben, der Lieblingspick von Bene in Gen 8. Der ist auch einfach geil geworden in Gen 8, dadurch, dass er eben Boots hat. Hat die Kombination aus Boots und Defog, was den eigentlich auch ganz cool macht in die Richtung. Man kennt hier Rotoms, die Rotoms sind immer am Erneuen, wenn sie es mal können, und die sind auch einfach nervig. Sind eben auch Mons, für die man unbedingt immer die Weakness einpacken muss, außer man spielt jetzt irgendwie gegen Eis, weil der eh einfach 80 Schwächen hat, oder gegen Flug, der keine gute Offensive Daseinsberechnung hat, außer vielleicht mal einen Voltwechsel. Weil der einfach als anderen Step nur Luftschnitt hat.
Aber bei den beiden besten Rotoms, die halt Water und Fire sind, muss man auf jeden Fall immer aufpassen, dass die einen nicht komplett zersäbeln. Beziehungsweise, dass die, dass man von denen nicht komplett ausgestallt wird oder whatever. Next one. Galadriel King. Ich habe noch nie gegen Galadriel King gespielt. Wenn ihr meinen Gegner dabei hatte, weil sie im Team hatte, war nie gegen mich dabei. Ich habe null Ahnung von diesem Ding. Ich weiß nur, dass der gute Coverage hat und Regenerator. Und dass der einen Move hat, bei mich irgendwie den Zweck der noch nicht ganz verstehe. Aber, ja. Der ist irgendwie ein bisschen weird. Jetzt, ich habe absolut keinen Plan, wie man spielt. Ich befasse mich zu wenig mit normalem Showdown-Meter, was sowas betrifft. Weil ich da einfach seit Gen 6 schon nicht mehr drin bin. Ich habe Gen 6 war ich ladder-mäßig sehr gut dabei, danach bin ich gar nicht mehr. Weil der hat halt diesen Lashoking-typischen Move-Pool plus Gift-Moves. Also von Flammenwurf über Eisstrahl bis Fokusstoß, alles. Sag Heilklinge, lol. Mit seinem Kopf oder was? Greift er mit dem Kopf an? Wenn der Boy Keilklinge benutzt, der greift auch mit dem Kopf an. Wo wir denn sonst die Keilklinge haben? Ja, geil. Einfach Kopf muss geben. Ja, also Lashoking, ich habe keinen Plan von dem. Ich weiß nur, dass der gut attacken kann und hat, glaube ich, auch ganz okay Offense-Stats. Ich schau mal kurz nach. 110 geht klar. Aber ich habe, wie gesagt, keinen Plan von dem. Deswegen erlaube ich mir da jetzt auch mal absolut kein Urteil zu, weil kenne ich nicht. Next one ist Monagoras und von dem habe ich ja noch mal mehr Ahnung, weil ich ihn schon mal gespielt habe und der ist geil. Der ist einfach nur geil. Der drückt, also der macht, der, das ist die Pressing-Maschine des Jahrtausends. Also der kommt rein und du hast ein Problem. Immer. Vor allem, wenn der Bandit ist. Dann ist alles vorbei. Dem fehlt nur ein bisschen der Speed, um dann nicht komplett OP zu werden. Und die Accuracy auf dem Head Smash natürlich auch. Aber so ein Bandits Head Smash, da, ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Mon gibt, was da gut reinkommt. Gibt's da, also ein Mon, was in Head Smash gut reinkommt und auch noch irgendwie Minimum ein Coverage Move gut hängt. Da gibt es sehr, sehr wenig. Also, da hat nicht nur den geilen Head Smash, da hat auch noch ein paar Moves außenrum, die dem dann auch gut helfen, ein bisschen aufzuräumen. Man könnte natürlich jetzt hier Just for Lulz gehen und Gras Mokmok mit Neutralizing Gas plus Rocky Helmet mitnehmen. Weil Monagoras eben seinen Rocket nicht mehr hat und dann eben diesen riesen Recoil plus Rocky Helmet bekommen, dass er schon mal halt tot ist. Problem ist, ich brauche Weezing in diesem Matchup unbedingt, das kann ich auch direkt sagen. Der ist zu 100% dabei, weil Weezing hier eins der wichtigsten Mons wieder im Team ist, genauso wie an den anderen beiden Spieltagen bisher. Das sage ich gern schon mal. So, next one ist Rabigator. Und Rabigator ist auch so ein Mon, der ist einfach gut. Ich verstehe nicht mehr, warum man Galadriel King pickt, bevor man Rabigator pickt, weil Rabigator mir da zu risky, dass mir der Welt gedraftet wird, to be honest. Also, Rabigator ist wahrscheinlich einer der besten Lower-Tier-Ground-Types im Draft. Der hat einen unfassbar guten Move-Pool, hatte zwei überragende Fähigkeiten, hat Knock-Off und das ist eh schon halbe Miete bei sowas. Ist ein Dark-Type, heißt, er kommt auch im Psychics rein. Kann Wall-Switch avoiden, weil er eben Ground-Type ist. Hat Intimidate eben und Intimidate ist eine der besten Fähigkeiten überhaupt, wissen wir alle. Hat theoretisch Möglichkeiten auf Setup, auch wenn er so nicht benutzt. Der ist ein überragender Scarfer, ist ein Umrang. Der hat einen, wie viel Angriff hat er? Irgendwie 117 Peak oder so, also Base Peak. 117 waren es, oder? 117 exakt, also bin ich gut heute. Ja, also hat eben diese 117 Attack, die ihn auch nochmal richtig gut machen. Also der ist einfach cool. Der ist schlicht und einfach cool. Und ich mag den sehr gerne. Und umso weniger mag ich es, mich in ihn zu preppen, weil der einfach auf gefühlte 80 Milliarden Arten gespielt werden kann und auch noch gefühlt 70 Milliarden davon gegen mich gut sind. Immer. Also, ja.
Der kann ein Problem werden, auch wenn der Freezing hier sehr gut, der wird von Freezing relativ gut entschärft, weil das Beste, was man kann, ist Iron Tail, und Iron Tail spielt man nicht. Iron Tail spielt man einfach nicht. Das ist einfach, nee. Einfach nein. Außer spielst du wie Hohnklaus oder so. Ich glaube, selbst mit Hohnklaus ist der Move immer noch blöd. Oder? Kein Plan. Und das kommt von dem Typen, der schon mal in der Draftliga Draco Sword mit Iron Tail gespielt hat. Ich lebe gefährlich. So, next one. Wir sind jetzt schon bei fast über der Folge schon angekommen. So, der ist gerade kurz mit meiner Schwester angekommen. Da werde ich wahrscheinlich gleich kurz einen Cut gesetzt haben oder so. Jo. Wo waren wir gerade? Wir haben Viridium, glaube ich. Viridium hatte ich ja im UET und ich war unterwältigt. Problem ist eben, dass der so eigentlich einen coolen Move wohl hat, aber da ich jetzt der 90 in beiden Attack-Werten hat, ist ja manchmal etwas, irgendwie macht er zu wenig Damage, habe ich manchmal das Gefühl gehabt. Der hat einen Move-Pool, der hat einen guten Speed mit 108 oder 109, ich meine 108 sind's, 108 müssen es sein. Der sieht auf dem Papier ganz gut aus, aber irgendwie fehlt ihm die Durchschlagskraft. Sie können an den 90 in beiden Attack-Werten liegen. Was aber in ihm gut ist, ist der hohe Spätz, der fährt. Der hat, glaube ich, 120. Ich will wieder nichts Falsches sagen. Hier schaue ich kurz nach. Ich wollte es mal nachschauen. Der Brody hat 129 Spätzdef. Das ist ein Maximalwert von von 390. Das ist heftig. Und das ist das, was Koba in der Fistdef hat. Aber ich glaube, Kelga hat es im Spezialangriff, soweit ich weiß. Also irgendwie, ist immer bei so Mons, die im selben Team sind, bei solchen, dass die meistens ihre Sets halt quasi ein bisschen verteilt haben. So, wir gehen mal auch nach Miltank und... Es ist Miltank. Wir kennen alle die Story mit Bianca in Gen 2 und Miltank nervt einfach. Miltank ist einfach nur straight up nervig und... Ja, also... Was anderes macht er eben auch meistens nicht. Er hat eben in Gen 8 noch Body Press dazu bekommen, was ihn noch nerviger macht, weil er so nicht mehr mal mehr Body Slam oder so spielen muss. So einfach Full Fist gehen kann und trotzdem ballert. Weil er trotzdem noch 110 Fist-Def Base. Ich könnte ihn jetzt auch überschätzen. Auf jeden Fall, der ist echt uncool, um ihn zu spielen. Vor allem hat er noch 100 Speed, heißt er ist auch noch schneller als zu spielen der Manitin. What the fuck? Warum ist er schneller als der Manitin? Wie? So. Amar Gardegar, den sehe ich. Ihn sind auch eher weniger. Wir haben hier mit Koba einen absoluten Hardcounter gegen den im Team. Wir haben Vampivian, der dem richtig hohen Schaden macht. Wir haben Relaxo, der da zu 100% alles reinkommt, was der machen will. Vor allem, wenn der physisch ist, spielt er halt dann Return und auf Speckschicht macht das trotzdem nichts. Also wir haben hier eigentlich unser Tier 2 Konrad eigentlich immer gar komplett. Deswegen weiß ich nicht, ob der wirklich dabei sein wird oder ob der überhaupt dabei sein wird. Sehe ich irgendwie nicht, ich sehe ihn irgendwie nicht kommen. Vor allem Hagel ist auch irgendwie immer ein bisschen kontraproduktiv, muss man überlegen, ob man damit spielen will. Sonst spielt man halt vielleicht irgendwie noch, Frostschicht. Man eben auch physisch angreifen kann, weil er eben keinen Hagel braucht. Aber selbst das, eher weniger, sehe ich nicht. Letztes Mal ist noch Kadabra, der ist so unfassbar zerbrechlich, dass der wahrscheinlich auch nicht dabei sein wird. Dafür sind Sachen wie Snobilikat oder Kobalium einfach offensiv noch zu gut, dass der dabei sein kann. Kadabra ist gut gegen Lanzenmacher Teams, gegen solche Trick Room Teams. Da ist der gut, aber mein Team ist glaube etwas zu schnell. Ich weiß nur, das ist jetzt von Kadabra. Hat er 105 oder 95? Das muss ich gerade gern kurz. Ah, tatsächlich 105, 120, das ist, als ich dachte. Aber trotzdem glaube ich eh nicht, dass er dabei sein wird. So, dann würde ich sagen, gehen wir zum Team über.
Und die sind natürlich wieder nach Tier sortiert, so wie es jetzt auch in den letzten beiden Spieltagen schon war. Und wir starten rein mit Cobalion. Und wir sind in einem relativ defensiven Split mit trotzdem noch relativ viel Speed. Der Split hier ist erstens, dass wir offen auf alles ausziehen, was einen 100er Basewert hat. Was im gegnerischen Team eben Miltank ist. Das heißt, wir das einzige, die einzigen Mons, die schneller sind, nur das einzige Mon ist Viridium. Weil wir hier eine relativ. Oder Kadabra auch. Wenn der Max Speed ist, aber ja. Auf jeden Fall, wir haben einen etwas langsameren Kader wieder vor uns. Das schnellste Mon ist Viridium mit 108 und dann Kadabra mit 105. Dann Miltank mit 100. Und das ist alles Tier 4 und runter, deswegen, ja. Also, wäre hier kein Miltank. Und kein Aegis Dash und kein Rabigator. Phantoros hätte hier richtig Spaß mit dem Team. Richtig Spaß. Oder auch wenn nur, wenn vielleicht zwei davon weg wären. Dann wäre hier Phantoros on its best einfach unterwegs. Der würde richtig reinhauen. So, also Cobalion dabei. Und ich hatte schon meine, die sind nach Tier sortiert. Ja, Dragoran und Phantoros sind beide nicht dabei. Dieser Phantoros, der wird hier von zu vielen Konter und Dragoran genauso. Ich muss hier mit den anderen Mons ein bisschen arbeiten. Und ihr werdet eben auch sehen, mit welchen ich dann hier arbeiten will. So, also wir können mal durchgehen. Wir haben den Speed für Miltank, dann die den Spezialangriff, das war das, was am Ende übrig geblieben ist, weil ich diesen KP und Death Split brauche, um mit der Chopper Berry von einem Bandit Monagoras mit Close Combat keine 50% zu bekommen. Das ist der Sinn in dem Split und ja, das ist meine möglichst beste Antwort auf Monagoras. Und wenn ihr überlegt, dass ich so schon die Monagoras preppen muss, mein Team ist unfassbar weak gegen Bandit Monagoras, wenn er jetzt irgendwie in Szene gesetzt bekommt. Das Gute ist, er hat, soweit ich das sehe, keinen Tailwind-Support im Team. Außer Kimmel kann das, aber das wüsste ich jetzt auch nicht. Web-Support hat zum Glück auch nicht. Aber hat hier theoretische Möglichkeiten mit, West. Theoretische Möglichkeiten, Trick Room aufzusetzen, um irgendwie sowas mit Monagoras zu machen. Der ist gefährlich. Der ist unfassbar gefährlich. Und deswegen wollte ich hier manchmal eine Antwort haben, die da ein bisschen ranken kann. Wir spielen Lichtkanone, weil das der hitsicherste Move ist, den wir ja anspielen können für das Monagoras. Voltwechsel Luftschnitt, Voltwechsel zum Rumswitchen können, Luftschnitt für Mosquito und Viridium, die beide ja eine vierfach Flugschwäche haben. Und die Tarnsteine, damit wir Tarnsteine dabei haben, weil Tarnsteine einfach geil sind. Nothing else to say. Tarnsteine sind es einfach. So, wir können mal weitergehen und kommen zu unserem Weezing in der Galar-Form. Diesmal etwas Mixed Defense, aber ja meistens etwas war meistens eher Full Fist Def. Das haben wir in dem Mix dabei, weil ich den vielleicht auch mal in Team oder ein spezielles Viridium reinholen muss. Und da nicht Combat Fist Def sein will, einfach um den Damage in die andere Richtung etwas abzuschwächen. Theoretisch ist es aber so dann eben auch, dass die Mons, wenn sie physisch sind, mehr Damage machen können. Aber ich kann den bei manchen Mons nicht predikten, ob die physisch oder speziell sind. Das weiß ich bei Kime, weil ich das speziell ist, aber Duren gab es zum Beispiel auch nicht. Und deswegen wollte ich jetzt einen einigermaßen durchschnittlichen Split machen. Wir werden von einem, wie habe ich den Split mal aufgebaut? Ich meine, wir werden von Iron Head von einem Non-Boosted Durengarten nicht getwoshottet. Ich glaube, das war der Sinn hinter dem Split. Sonst, wenn es das nicht ist, weiß ich es gerade leider nicht mehr. Das Team ist auch schon ein paar Tage her. Ich nehme es gerade am Abend vor dem Kampf auf, also in der Nacht vor dem Kampf. Und ja. Ich habe am Wochenende gebaut. Wir kämpfen am Mittwoch. Heißt, ich bin hier gerade Dienstagabends da. Hype. Ja. Wir spielen tatsächlich Erholung. Weil ich eben hier mehrere Monster, die ich mit Weezing. Die ich mit Weezing abfangen muss. Oder. Entschärfen, die ich mit Weezing entschärfen muss. Da brauche ich immer etwas mehr Health und wir werden auch später noch einen Move haben, um diesen Rest etwas besser ausnutzen zu können. Beziehungsweise um eben diesen Rest auffüllen zu können. Ihr könnt euch vielleicht schon vorstellen, welcher Move das ist, aber oder auf welchem Mon ich den spiele, weil ich den jetzt, glaube ich, alle drei Spieltage bisher gespielt habe. Aber wird doch kommen.
Jo. Und von unseren beiden Defense-Mons und den beiden. Und, also die Defense ist noch nicht fertig. Wir werden noch Minimum 1 haben hier, was noch in die Defense geht. Kommen wir erstmal zu unserer Full Offense und das ist Darmanitan, Flampivian, Life Orb, Rohe Gewalt, Bellan. Wir spielen Flampivian mit Flammenblitz, Steinhagel, Body Slam, Captain mit dem Leben Orb, Full Fist Attack. Der Speed ist auf Rabigator. Der hat ja einen 92er Speedbase, heißt, wir haben eine 95er, also wir müssen nicht full investen. Und den Rest in die KP, damit wir noch ein bisschen mehr KP haben für unseren Flammenblitz und Life Orb Recoil von Kehrtwende. Das Coole ist ja an Rohe Gewalt plus Life Orb, dass quasi Rohe Gewalt den Life Orb Damage aufhebt. Heißt, wir können hier mit einem Body Slam, also bei Moves, die Nebeneffekte haben, hebt Rohe Gewalt eben die Nebeneffekte auf. Heißt, wir können mit einem Flammenblitz angreifen und kriegen nur den normalen Recoil. Wir können mit Body Slam angreifen und kriegen hier absolut keinen Recoil. Und jetzt ist die Frage, warum genau dieses Moveset, also Flammenblitz, klar sein, weil Flammenblitz einfach alles unfassbar gut anhittet. Außer vielleicht Monagoras, aber ja, in dem will ich eh nicht drin bleiben. Und selbst ein Flammenblitz macht ihm noch okayen Schaden. Dann Steinhagel haben wir hier als Coverage für zum Beispiel Rotom Heat oder auch Monagoras, der davon auch guten Schaden an ihm bekommt. Jetzt die Frage, Body Slam, warum? Ich hätte natürlich jetzt auch in die Cure spielen können, aber weil ich Monagoras anderweitig pressuren will und mit Flampivian kein EQ spielen wollte, irgendwie ein Life Orb, dass wir nicht noch mehr Chip bekommen, habe ich mich für den Body Slam entschieden, weil das ein Move ist, mit dem wir keinen Recoil bekommen und auch keine Misschance haben für safe Kills. Wenn jetzt ein Rotom Low dasteht, will ich dann nicht unbedingt Rockside drücken müssen. Wenn ich den Mord mit Body Slam killen kann, also bei Kime. Genauso bei Mosquito, bei Galarasho King, bei Rabigator, einfach bei allen Mons, die hier Probleme bereiten, will ich möglichst einen Body Slam haben, weil halt irgendwie einen Move haben, mit dem wir die Mons etwas entschärfen können, ohne besiegen können, ohne dass irgendwelche Probleme entstehen. Ich verschwende mich heute unfassbar oft, das ist heftig. Ja, Kevin eben noch ein bisschen für Switch Advantage und wir gehen weiter zum nächsten und das ist Fruyal mit Assault Vest. Der Speed, ich muss mich mal anschauen, was das mal genau war, 232, das ist Non-Invested Fini, if I really consider, müsste Fini sein. Wir spielen dann 248 in die KP, das ist dann eben noch, um mehr Bulk zu haben und den Rest in Attack plus hartes Wesen. Weil wir so hier den meisten Effort rausholen für den Angriff, weil eben die Angriffsbase höher ist als die Speedbase, weil die Speedbase nur irgendwie 72 oder so ist. Ich verstehe nicht, wie dieses Ding langsamer sein soll als Miltank. Ganz ehrlich, wie ist Fruyal 28 Base-Punkte langsamer als Miltank? Kann mir das irgendwer erklären? Bitte. Auf jeden Fall, wir spielen ja Blattgeisel, Turmkick, Abschlag und Turbodreher, logischerweise auch die Swordfest, um hier mal einen speziellen Bulk mitzunehmen. Dieses Mon soll hier in Viridium theoretisch reinkommen können, in Kima reinkommen können und vielleicht auch mal Durengard etwas entschärfen. Mit einem Abschlag. Wir hätten natürlich auch Dropkick spielen können, aber Blattgeist ist einfach cooler. Und hat 120 Stärke, also Böllerei, let's go. Majestät, die Fähigkeit, heißt die auch Majestät auf Deutsch? Ich bin mir irgendwie im Nachhinein nicht sicher. Ich glaube aber ja, die heißt so. Unseren Spin haben wir so auch dabei, Majestät eben für jegliche Prios, zum Beispiel auch einen Shadow Sneak von Durengard. Oder vielleicht auch einen random Quick Attack von Virizion, dass die eben nicht auf ihre Prios gehen können. Also, dass die Prios eben nicht durchkommen. Noch was zu sagen, sonst, wir treffen mit den drei Moves eigentlich alles ganz gut und ja, das wär's dann glaube ich auch zu Dämon. So, dann kommen wir zu unserer nächsten defensiveren Tour, und zwar zu Lanto, und der ist auch wieder dabei. Ich habe, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ich den absolut liebe. Der ist in letzter Zeit zu einem meiner absoluten Lieblings-Pokémon aufgestiegen. Der ist Gottes cute. Wenn ihr mal anschaut, der ist einfach niedlich. Und es hat so unfassbar schöne Tools zu benutzen. Der ist ein guter Pivot, der hat Bulk. Hat Scald, was einer der besten Moves überhaupt ist. Hat hier auch mal einen Sucker Punch, just voll Lulz. Hat Heal Bell, was für defensive Monster natürlich auch mal ganz cool ist, um eben Toxics und sowas wegzubekommen.
hat wohl Absorbo, wodurch der gefühlt jeden speziellen Electric-Type komplett demolished. Und ja, der ist einfach geil. Der ist einfach geil. Und wir haben im jährlichen Team Minimum ein Mon, was komplett von Lanthorn dehumanized wird. Und das ist hier sein Rotom Heat. Rotom Heat macht offensiv nichts gegen Lanthorn. Außer vielleicht ein Spukball, aber selbst der macht nicht arg viel, weil wir hier mega viel spezielle defensive Investment haben. Der kann auch mal theoretisch gut was mit Gaga tanken, also selbst ein Earth Power macht nicht so viel. Kime kommt der gut rein, der chippt auch mal ein Mosquito an, der kann Durengard anchippen. Galadashuking kann der ein bisschen wegbulken. Der hat hier seine Möglichkeiten, wie er aufstrahlen kann, und das ist einfach cool, weil der Fisch ist einfach cool, der ist ein überragender Low-Tier-Pick. Und wie gesagt, ich habe ihn jetzt schon das dritte Mal in Folge dabei, der muss ja irgendwie geil sein. Der hat im ersten Kampf sogar hier quasi einen Sweep angeleitet, indem der einfach Phantoros reingeholt hat per Volt Switch. Und dieser Volt Switch ist einfach geil. Und wir sind hier, auf was ist denn Speed Creep? Ich glaube, das müsste, entweder irgendwas mit Rotom Heat oder irgendwas mit Kime, tippe ich mal. Oder mit 200 plus. Könnte auch ein Miltank sein. Bin mir gerade nicht sicher, I'm sorry. Ein Fall irgendwas so in dem Bereich, was noch investiert ist oder so, ausbieten. Das ist der Sinn von unserem Lanthorn hier. Wenn er so weitermacht mit den ersten Kämpfen, dann macht er das auch gut. So, jetzt kommen wir wahrscheinlich zum abgefahrensten und weirdesten Set diesen Spieltag, und zwar so zum Willikard. Und ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Ich hatte einfach Bock, nächste Plot zum Willikard mitzunehmen. Ursprünglich so als Überlegung, dass wir hier mit Wests mit dem Adrenaline Orb reinfahren. Für den Init Boost, falls Rabigator reinkommt, ist mir aber aufgefallen, dass das ganze Team eh langsamer ist als Nobilikat. Und die meisten Mons, die gescarft werden können, physisch sind. Und wenn die eben gescarft sind, und ich diese Durchschlagspower haben, um durch ein Fellkleid Persian Alola instant durchzukommen. Deswegen auch Fellkleid über Techniker, vor allem weil wir die meinen Mons, die hier Techniker Waterpuls, also die ihren Waterpuls abbekommen sollen, jetzt nicht so geil auf so einen Waterpuls reagieren, also Rabigator und Rotom Heat kriegen da guten Schaden von. Einziges Mango an dem Set ist eigentlich, dass Kime halt davon keinen guten Schaden bekommt. Aber selbst das haben wir irgendwie gehandelt bekommen. Wir haben hier mit Lanthorn und Bessel Monsterina haben wir zwei gute Tools, um Kime unter Druck setzen zu können. Und dann eben mit Persian zusammen mit Damanatin. Wir dürfen jetzt einmal Live-Hop spielen, bevor sich jemand das fragt. Wenn man die Double Item Clause heißt, nun darfst du mal sicher einem spielen, aber dreimal ist verboten. Durch die haben wir eben hier zweimal uns mit Durchschlagskraft. Unser Team ist diesmal ein bisschen slower als sonst, weil wir halt keinen Scarfer dabei haben, weil das brauchen wir glaube ich auch nicht. Scarfer brauchen wir auch nicht immer zwingend, vor allem wenn die Teams halt relativ langsam sind, wie eben in dem Fall hier. Wie gesagt, schnellstes Mann ist Viridium. Outspeeden wir zwar nicht, aber doch, outspeeden wir. Bin blöd. Persian outspeedet es ja. Deswegen war Persian eigentlich auch ganz cool als offensive Variante. Wie gesagt, wir treffen Kapokime damit nicht, aber das meiste andere davon kriegt relativ ordentlichen Schaden. Der Speed ist dann eben auch für Viridium und der Rest ist dann eben Full Spitz Attack und der Rest in KP. Das war gerade durchgerastet am Ende. Also ich hoffe, euch hat das Team mir gefallen. Ist ein bisschen unkonventioneller diesmal geworden. Aber auf jeden Fall, wir sehen uns dann morgen um, ich glaube, wieder 14 Uhr beim Kampf. Also einfach gleich jetzt ja wieder, wie das Teambuilding ja online kommen sollte. Und ja, ich wünsche euch dann viel Spaß mit dem Team, mit dem Kampf morgen und auch mit den Teambuildings der anderen, plus den Kämpfen der anderen. Ich mache mich ab und ciao, ciao.